Boah, das hat wirklich lange gedauert. Wissenschaftler der amerikanischen Harvard University haben über 2 Jahrzehnte die größte Studie der Welt durchgeführt und die Daten aus über 1 Million Menschen ausgewertet, um herauszufinden, welche Ernährung denn die beste und vor allem die gesündeste ist. Und endlich ist es wissenschaftlich abgesichert. Welche Ernährungsform das ist, das erfährst du in diesem Video. So viele Jahre mussten wir auf diese Nachricht warten und ganz viele Ernährungsideologien haben ja versucht, möglichst dicht an dieses Optimum ranzukommen. Die Veganer, die Vegetarier, die Paleoaner, Makrobiotiker, Frutarier, Pesketarier, Logianer, Flexitarier, Karnivoren, die sich Low Carb und High Fat oder umgekehrt, die sich High Carb und Low Fat ernähren. Und jetzt ist es endlich amtlich. Die gesündeste und beste Ernährungsform gibt es nicht. Es gibt nicht die Ernährungsform, die zu allen passt. Jeder Mensch hat unterschiedliche Bedürfnisse. Der hat auch ganz unterschiedliche Vorlieben. Der hat sogar eine unterschiedliche Darmflora, die auf unterschiedliches Essen eben auch mal ganz unterschiedlich reagiert. Und diese ganzen Ernährungsideologien, die helfen nur Menschen, die aufgrund dieser gigantischen Vielfalt an Informationen gewisse Leitplanken suchen, damit die sich nicht völlig verfahren. Keine bestimmte Ernährungsform ist besonders gut oder schlecht, mal abgesehen von denen, die sich anscheinend von Licht ernähren. Wie nennt man die eigentlich? Solaria? Heute können wir kulinarisch auf Weltreise gehen und auf alles zugreifen, was Mutti Erde hergibt. Diese Vielfalt ist doch ein Traum, aber auch ein Albtraum, weil wir uns dadurch ständig ablenken und letztendlich auch verunsichern lassen. Sind Algen eigentlich wirklich gesund? Darf ich das Schnitzel von einer zu Tode gestreichelten Sau essen? Ist mein Wasserhahnwasser mit Medikamentenrückständen verseucht? Oder schwimmen in Plastikflaschenwasser Weichmacher herum? Wenn dann jemand um die Ecke biegt und behauptet, seine Ernährungsweise ist die weiseste, die gesündeste, die dem Körper am besten bekommt, dann hau ab, renn weg. Seit 25 Jahren beschäftige ich mich leidenschaftlich mit dem Thema Ernährung. Und nur eines kann ich dir ganz sicher sagen. Es ist so kompliziert. Oder eben auch nicht, wenn wir uns endlich mal wieder auf unseren Appetit verlassen würden. Der sagt uns, was gut für uns ist. Nur Vorsicht, der wird von der Industrie ganz schön an der Nase rumgeführt. Und zwar professionellst. Und deshalb wohl der wichtigste und einfachste Ernährungstipp überhaupt. Kaufe im Supermarkt möglichst oft Produkte, die keine Zutatenliste haben. Dann wurden die von der Industrie nicht zu sehr durch die Mangel gedreht. Und wenn es eine Zutatenliste hat, sollten dort maximal 5 Zutaten stehen. Nicht immer, aber immer öfter. Damit das Futter dann auch schmeckt, musst du die einzelnen Produkte kreativ zusammenstellen oder sogar kochen lernen. Und alles andere wird sich dann automatisch regeln. So geht gesunde Ernährung. Ohne Hokuspokus. Aber weil das Thema so verwirrend ist, hoffen wir auf die Weisheiten der Ernährungsexperten. Und wir hören ganz genau hin, wenn es die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse gibt. Wir sind im Prinzip Wissenschaftsgläubige geworden. Und damit es für uns glaubwürdig klingt, reichen ein paar Zutaten aus, damit wir ganz genau hinhören. Der Name einer renommierten Universität, Wissenschaftler der amerikanischen Harvard University, einen langen Studienzeitraum, haben über 2 Jahrzehnte die größte Studie der Welt durchgeführt und eine große Studienteilnehmerzahl. Und die Daten aus über 1 Million Menschen ausgewertet. Sei einfach ein bisschen vorsichtig, wenn es um Studien geht. Wissenschaft ist Irrtum auf dem letzten Stand. Ja, denk mal daran, die Erde ist eine Scheibe, um die die Sonne kreist. Evolutionär gesehen ist das noch gar nicht so lange her.